Verlosungsauswertung und go! So, einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Ich habe vor 2 Monaten eine Verlosung für euch gestartet. Wer davon jetzt erst was mitbekommen hat, viel Glück beim nächsten Mal. Jetzt wisst ihr Bescheid, sowas gibt's hier. Wer davon vor 2 Monaten was mitbekommen hat und teilnehmen wollte, sitzt hier drin. Ja, ich habe gesagt, ich mache einen physischen Lostopf und ihr könnt hier einmal reingucken. Die sind alle gleich groß und alle gleich geschnibbelt. Und naja, ich habe die Nachfrage nach 3D-gedruckten Sachen tatsächlich weit überschätzt. Das ist allerdings nicht euer Nachteil, sondern nur meiner. Also haben wir jetzt weniger Verlierer und ihr könnt die Kommentarsektion bitte benutzen, um mir zu schreiben, was ihr denn gerne stattdessen gewonnen hättet oder was ihr in der nächsten Verlosung gerne gewinnen würdet. Keine Ahnung, Steam-Guthaben, Nintendo eShop-Guthaben sind eigentlich die großen Dinger, weil, naja, Geld. Yay! ohne große Umschweife. Wir haben gesagt, ich habe gesagt, es gibt 5 Gewinner. Und die ziehe ich jetzt hier raus. Es gibt eine Person, die hat sich tatsächlich ins Zeug gelegt und hat geworben. Das heißt, der Name ist hier mehrmals drin. Das, wie in meinem Video beschrieben, führt allerdings trotzdem nur zu einem der 5 Gewinne. Nur die Chance ist höher. Okay? Also ohne große Umschweife rühre ich hier jetzt halt vollkommen durch. Ich kann noch versuchen, das wie so ein... Nein? Okay. Wie so ein Pfannkuchen zu wenden. Aber ich glaube, dann ist der erste wie jedes, mal Schrott. Okay, also ich zupfe mir hier einen Namen raus und Xarasan hat gewonnen. Ich habe mir hier nur die Namen notiert. Ihr könnt euch dann später bei mir melden über Twitch oder übers offizielle Discord, welcher bei Twitch verlinkt ist, was ihr jetzt genau haben wollt. Weil viele Leute haben gesagt, ja, bin mir unsicher, will mich erstmal beraten lassen, was denn überhaupt so geht und erstmal schauen, ob ich überhaupt gewinne, bevor ich mir da den Kopf drüber zerbreche. Ist vollkommen okay, denn der Rickon hat ebenfalls gewonnen. Ich glaube, der Rickon wollte ein Krog-Figürchen haben, wenn ich mich recht entsinne. Möglich, machbar, beziehungsweise ich habe noch dieses wunderschöne Holzfilament. Riecht sogar wie Holz. Tolles Zeug. Obwohl, jetzt muss ich eigentlich keine Werbung mehr dafür machen, oder? Nummer 3. Lily Lilith hat ebenfalls gewonnen. Das war noch unschlüssig, glaube ich. Da habe ich in den Kommentaren weniger gesehen. Da reichte alles von Gunpla bis hin zu irgendwelchen mandalorianischen Accessoires. Reden wir drüber. Gar kein Problem. Nummer 4. Tintastic hat ebenfalls gewonnen. Tintastic meldet sich bitte bei mir über Twitch und oder Discord, um, weil Tintastic hat nur den Namen reingeschrieben, um mir zu sagen, was es denn dann werden darf. Alles klar. Nummer 5, Trommelwirbel, ist Dragonfey. Dragonfey war auch unglaublich unschlüssig. Ich glaube, da reichte alles von Headpiece, Dekorationen bis hinüber zu einem kleinen Figürchen. Ich hab da was gehört von einem Baphomet. Ja, alles klar. Alle anderen, viel Glück beim nächsten Mal. Ansonsten, Augen offen halten. Ich denke, zu Weihnachten wird ITC wieder in Spendierlaune sein. Das meiste, was ihr mitbekommen könnt, geht über Twitch. Da erfahrt ihr es als erstes. Ansonsten gibt es wieder ein Ankündigungsvideo wie vor 2 Monaten. Und ich wünsche euch allen noch einen wunderbaren Tag. Mehr gibt es an der Stelle nicht zu sagen, außer wartet bis zum nächsten Mal. Ich bin raus für heute. Blink out.